Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. In diesem Video dürft ihr mit uns in die Werkstatt fahren. Schon seit der Türkei ärgert mich der Duro immer wieder, indem er keine Leistung mehr hat oder, obwohl ich die Gaspedalstellung nicht ändere, selbstständig weiter beschleunigt. Bei der Ursachensuche bin ich darauf gestoßen, dass an einem Stecker am Getriebe Getriebeöl austritt und in die Elektrik läuft. Dieses wollen wir jetzt bei Allison beheben lassen. Die Nacht haben wir nur 10 Minuten von der Werkstatt entfernt, in einem parkähnlichen Gebiet in der Einflugschneise des Flughafens verbracht. Zum Glück war in der Nacht kein Flugverkehr. Zurück zur Hauptstraße fahren wir auf dem Weg, den wir gekommen sind. Schon im Dunkeln war mir die Anfahrt nicht geheuer. Doch jetzt im Hellen fühlt es sich noch falscher an, diese Strecke zu fahren. Laut Google Satellitenbild sehen aber alle anderen Wege, die uns hier rausführen, noch komplizierter und länger aus. Und schon sind wir da. Oleg, der Chef von Diesel Supply Zentralasia, hat seinen Betrieb mit in den Hallen des städtischen Busbetriebes. Hier kann man nicht ohne weiteres reinfahren. Ich muss mich erstmal bei dem Pförtner anmelden und durchfragen. Oleg selbst ist noch gar nicht da, aber seine Leute nehmen mich in Empfang und fangen auch gleich mit der Arbeit an. Der Unterfahrschutz wird abgebaut und das Getriebeöl abgelassen. Wirklich nette Leute, die Stimmung ist gut. Ich darf zusehen und auch Filmaufnahmen machen. Ja,
Ja, ja. Nichts dran. And you go to. Еще канистры. Канистра, канистра. Um an den Kabelbaum zu gelangen, muss auch die Ölwanne demontiert werden. Natürlich wird bei dieser Gelegenheit auch gleich der interne Ölfilter und die Dichtung mit ersetzt. Так, ну тут этот, тильзащелки. А вот этот соляной, это откуда еще? Чего я сказал? А вот эти. Ну сейчас соляной можем вот этот снять, чтобы не мешать. Сразу на место можно снять. Das ist Oleg. Als er kommt, werden wir erstmal gleich mit den passenden Shirts ausgestattet. Den Stecker aus dem Gehäuse zu bekommen, scheint etwas knifflig zu sein. Hier ist der richtige Dreh gefragt. Und dann war es doch ganz einfach. Rubber basket. So hard. Schon ist alles wieder zusammengebaut. Auch der verölte fahrzeugseitige Stecker wird noch ordentlich gereinigt. Jetzt noch Öl auffüllen und dann sind wir schon. Ich sage Danke an Oleg und sein Team. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich werde euch uneingeschränkt weiterempfehlen. Nach der Werkstatt fuhren wir noch ins Zentrum. Ich hatte die Hoffnung, vielleicht Wäsche waschen zu können und etwas von der Stadt zu sehen. Da aber absolut kein Parkplatz zu finden war, stoppten wir nur kurz an der Straße, um Geld zu tauschen und machten uns dann auf den Weg zu den anderen an den See. Aus der Stadt raus fuhren wir wieder durch eine Mautstation. Allerdings konnten wir hier nichts zahlen. Wir wurden nur gefilmt. Mir erschließt sich einfach nicht, wie das System hier funktioniert. An Preistafeln kommen wir auch immer wieder vorbei.
Eine Rampe am Straßenrand bot sich dann mal wieder an, um die Ölstände zu kontrollieren und das Fahrzeug abzuschmieren. Hier im See wollen wir jetzt erstmal einen Tag stehen bleiben. Bianca kann schwimmen gehen und ich muss unbedingt das nächste Video schneiden. Nur haben die anderen ihren Auszeittag ja schon rum und wollen am Morgen weiterfahren Richtung Russland. Wir beschließen, dass wir uns am Sonntag in Semei treffen, dann können wir am Montag gemeinsam über die Grenze fahren. Den Film habe ich fertig bekommen und auch noch etwas Zeit zum Relaxen gefunden. Hier am Strand lernten wir Pavel kennen, ein wirklich feiner Mensch, der auch etwas Deutsch kann. Der wird uns später noch sehr weiterhelfen. Als ich gegen 5 den Sonnenaufgang filme, stellte ich fest, dass unsere Campingnachbarn schon am Wasser tätig sind. Auch wir müssen uns heute früh auf den Weg machen. Von hier nach Semei an der russischen Grenze sind es ca. 1000 Kilometer. Das wird für 3 Tage sowieso wieder ein sportliches Programm. Wir hoffen natürlich so rechtzeitig dort anzukommen, dass wir auch noch ein paar Stunden durch Semei laufen können. Und los geht's. Wir sind ja hier relativ dicht an der Autobahn. Es geht also zunächst auf die A3, der wir dann nach Norden folgen. Bei Taldykorgan soll es eine Mautstelle geben. Ich bin gespannt, was wir da bezahlen dürfen. Doch da, wo die Mautstelle sein sollte, in der Nähe des Flughafens, ist einfach nichts. Wir kommen an keiner Mautstelle vorbei. Trotzdem sehen wir immer wieder Hinweisschilder, dass wir auf einer mautpflichtigen Straße fahren. Ab und an gibt es auch Preistafeln. Wir versuchen Strecke gut zu machen und fahren heute bis in den Sonnenuntergang.
Als wir dann so langsam einen Nachtplatz brauchten, war es gar nicht so einfach, einen zu finden, denn das Gelände rechts und links neben der Straße war ziemlich feucht und unmittelbar an der Straße stehen bleiben wollten wir auch nicht. Jetzt kommen wir auch wieder in Baustellen. Neue Straßenabschnitte, alte Straßenabschnitte und Baustellen wechseln sich ab, was uns zusätzlich ausbremst. Dann steht die Sonne so flach, dass ich vor allem in Verbindung mit dem Staub fast nichts mehr sehen kann. Das kommt hier auf den Aufnahmen gar nicht so rüber, denn die Kamera kann hier wesentlich besser sehen als ich. Vor den Lkw-Fahrern ziehe ich meinen Hut. Wir fahren hier zum Spaß rum. Für uns ist das ein großes Abenteuer. Aber die, die jeden Tag hier lang müssen, das ist schon ein hartes Leben. Hier stehen wir bestimmt schon eine Viertelstunde. Ich kann nicht sehen, warum. Bianca muss mal nach vorne gehen, um nachzusehen, was da los ist. In der Baustelle wird Material abgeladen und verteilt. So lange geht es halt nicht weiter. Nachdem wir heute 500 Kilometer geschafft haben, stellen wir uns 3 Kilometer abseits der Straße zur Nachtruhe an den Sassi-Köll-See. Herrlich, solche ruhigen Nächte in der Natur. Und morgens wird man sanft durch die aufgehende Sonne geweckt. Und dann dürfen wir wieder die wahnsinnige Weite Kasachstans im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.
In Ayagös wollen wir tanken. In meiner Karte sind 12 Tankstellen eingezeichnet. Es gibt sogar noch mehr, nur die meisten sind geschlossen oder haben keinen Diesel. Am Ortsausgang finden wir dann tatsächlich noch eine Tankstelle, die Diesel hat. An der werden allerdings die Autofahrer weggeschickt, weil das Benzin alle ist. Hier geht's zum Subtikelsee. Dort haben wir die letzte Position von den anderen. Wir glauben zwar nicht, dass die noch hier sind, wollen aber wenigstens mal nachsehen. Da wie erwartet niemand mehr hier am See ist, beschließen wir nach einer Kaffeepause noch ein Stück Strecke gut zu machen. Die vielen Baustellen halten auf und wir kommen wesentlich langsamer voran als erhofft. Dazu kommt eine Anfrage von Clarissa, ob etwas dagegen spricht, wenn wir schon einen Tag früher über die Grenze fahren. Thank you.
Langsam wird es Zeit für die Nachtaufstellung. In der Nähe von Qualpatau, bei einem Ort, dessen Namen ich nun wirklich nicht sprechen kann, zeigt uns Ai Oberländer ein schönes Plätzchen. In Qualpatau füllen wir die Wasservorräte wieder auf. Auf der E127 Richtung Semei kommen wir dann wieder an Mautpreistafeln vorbei. Das Thema Maut lässt mir keine Ruhe. Ich frage bei Pavel per WhatsApp an, ob er mir erklären kann, wie das hier mit der Maut funktioniert und wo wir unsere Mautschuld bezahlen können. Pavel schreibt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Am Ende der Straße wird sicherlich eine Bezahlstelle kommen, wo wir unsere Schuld begleichen können. Kurz vor Semei spinnt mein Gaspedal wieder. Die Stopplampe geht an und der Duro nimmt kein Gas mehr an. Muss anhalten und das Fahrzeug neu starten. Auf der anderen Straßenseite sehen wir ein Häuschen von dem Mautbetreiber. Hier versuchen wir, unsere Mautschuld zu begleichen. Doch es ist niemand da. Außen steht eine 24-Stunden-Hotline-Nummer dran. Da wird ja wohl jemand Englisch sprechen. Ich versuche mein Glück, aber vergebens. Höchstens Russisch hätte weitergeholfen. Nun will ich doch nochmal Pavel mit meinem Problem belästigen. Ich bitte ihn, bei dem Mautbetreiber anzurufen und nachzufragen, wie viel Mautschuld wir haben und wo wir das bezahlen können. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, irgendwo auf einer Bank oder einer Poststelle die Maut einzuzahlen. Ich bin gespannt, was das jetzt kostet und wie das jetzt läuft. Der schreibt, dass er bezahlen kann und dass die jetzt neu berechnen und anschließend stellen sie eine Rechnung aus. Pavel teilt mir mit, dass er unsere Mautschuld noch etwas runtergehandelt hat und auch direkt beim Betreiber bezahlt hat. Es gäbe normalerweise nur die Möglichkeit, die Maut über die Kaspi-App zu bezahlen. Um die App nutzen zu können, braucht man aber wohl ein Bankkonto in Kasachstan. Ich freue mich, dass die Sache erledigt ist und möchte Pavel das Geld per PayPal oder Banküberweisung zukommen lassen. Aber er möchte nichts haben. Er weigert sich, mir eine Bankverbindung zukommen zu lassen. Er sagt, es ist nur ein kleiner Betrag und unter Freunden möchte er nichts zurückhaben. Er sagt, ein altes russisches Sprichwort sagt, ich habe keine 100.000 Rubel, aber ich habe 100.000 Freunde. Bis zu den anderen, die Semei bereits verlassen haben, können wir es heute nicht mehr schaffen. Wir essen in der Stadt noch was und suchen uns dann einen Stellplatz im Wald nördlich von Semei. Hier am Waldrand treffen wir ein französisches Pärchen, das auch nach Russland will. Wir sprechen ein paar Worte, verziehen uns dann aber relativ schnell in unser Fahrzeug, da ein Gewitter aufzieht. Am Morgen geht es zur russischen Grenze. Unsere Reisefreunde haben uns mitgeteilt, dass sie sich bereits um 8.30 Uhr an der Grenze treffen wollen. Wir sagten ihnen, dass wir nicht mitten in der Nacht aufstehen wollen und wahrscheinlich eher so gegen 11 an der Grenze sind. Dann haben wir es aber doch geschafft, kurz nach 10 noch vor Clarissa und Jürgen an der Grenze zu sein.
Das war's für heute. Das nächste Mal seht ihr dann, wie es für uns in Sibirien weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen und das Video weiterzuempfehlen.